Die Durchsicht kann beginnen. Wir haben jetzt hier Ende Oktober und das hier ist ja das Bienenvolk direkt beim Firmensitz. Geht ja heute darum, euch zu zeigen, wie eben so ein Bienenvolk im Oktober auszusehen hat. Und ich habe jetzt extra die Kamera mal auf einen ganz großen Zoom gestellt, dass ihr hoffentlich auch die Schadbilder der Varroa sehen könnt. Natürlich hoffe ich, dass wir das heute gar nicht sehen. Wäre ja schlimm. Meine Erfahrungen liegen aber doch schon, dass da nochmal eine Nachbehandlung nötig sein wird. Also wie immer zünden wir den Smoker an mit einem verrotzten Taschentuch. Wir Imker wollen ja nachhaltig wirtschaften. Wenn das Taschentuch fast verbrannt ist, dann könnt ihr die erste Ladung Hanf reinschmeißen. Der kann auch gern schon ein bisschen angekohlt und schwarz sein. Das tut der Sache nichts. Und dann natürlich immer gut durchpumpen, ist ganz wichtig. Der darf ja bloß nicht ausgehen. Und die Smokerkappe darf man auch erst dann zumachen, wenn wir wirklich hier sehen, dass der Rauch komplett dicht wird. Das heißt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Ich muss hier weiter pumpen. So, ihr seht schon, es wird dichter. Der Rauch fängt jetzt hier an, flächendeckend rauszukommen. Ja, wunderbar. Ach, jetzt sind wir gleich soweit. Und wie immer brauchen wir Grünzeug. Kann ich das hier einfach mal nehmen. Und das Grünzeug, das legen wir immer hier in diese Deckeleinlage vom Smoker. Das habe ich ja in anderen Videos schon erklärt. Das ist einfach dafür da, dass wir nochmal eine Kühlung vom Rauch haben. Und falls eine Stichflamme rauskommt, dann verhindert ja unser Grünkraut, dass die Bienen sich daran verbrennen könnten. Also der erste Blick zeigt hier schon mal ein sehr vitales Bienenvolk an. Das freut mich. Jetzt gucken wir doch mal, was wir zu bieten haben. Oh, also entweder das Absperrgitter ist draußen oder es klemmt hier im oberen Teil des Bienenvolkes. Ja, es klemmt. Ist aber in dem Fall jetzt nicht schlimm. Wir machen erstmal die Bienen hier weg. Stellen wir erstmal zur Seite. Und dann wird hier durchgekratzt, das ist ja immer das ganz Wichtigste, dass wir hier diese Wachsbrücken komplett entfernen. Wenn da Wachsbrücken übrig bleiben sollten, dann können das die Bienen euch so zubauen, dass Ende des Tages die Kiste verklebt ist mit der unteren Kiste und wir dann ja blöderweise auch gequetschte Bienen haben. Das wollen wir nicht. Also bei dem System verhält es sich folgendermaßen: Wir brauchen dieses Absperrgitter im Winter nicht. Das heißt, wenn die Bienenvölker kurz vor ihrer Überwinterungsphase sind, gehst du weg bitte, dann entnehmen wir diese Gitter und die Gitter brauchen wir auch nicht kratzen, weil dafür haben wir unseren Dampfverschmelzer. Das heißt, wir können diese ganzen Absperrgitter einfach in den Dampfverschmelzer legen und das eine Runde durchlaufen lassen. Danach haben wir da nichts mehr an Wachsresten drauf. Auch das Propolis schmilzt dabei ab. So, bevor die mich jetzt stechen, rauchen wir es hier noch mal rein. Also ich muss sagen, das ist ein riesengroßes Volk hier. Das ist echt der Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Aber wenn ihr auch so ein Bienenvolk habt, Ende Oktober, also da braucht ihr euch um gar nichts mehr kümmern. Die kommen zu 100% über den Winter. Man muss natürlich nochmal nachprüfen, ob man Oxalsäurebehandlung machen sollte. Und eine Behandlung mit Oxalsäure ist immer dann sinnvoll, wenn wir in der brutfreien Zeit, also sozusagen kurz nach Weihnachten, vor Neujahr, brutfreie Völker haben, die eine Milbe Totenfall pro Tag noch haben. Dann empfehle ich euch eine Oxalsäure-Winterbehandlung. Ich mag das nicht mit dem Sprühen. Es ist für uns schädlich und es ist ein enormer Aufwand, die Bienen damit durchzusprühen. Deswegen machen wir einfach die ganz normale Träufelbehandlung. Gut, soweit bin ich jetzt schon mal gekommen, dass wir hier alles sauber gekratzt haben. Hier nochmal. Die Bienen, wo ich da wegschubse, das macht denen nichts. Die können ja ihre Flügel wieder benutzen. Das ist natürlich gut zu wissen in der Biologie, dass
die jungen Bienen, die nicht fliegen können, nur auf den Brutwaben sitzen. Und nur bei einer Brutkrankheit würden die seitlich mal hingehen. Daran erkennt man auch gleich Brutkrankheiten, wenn Jungbienen vorm Flugloch sind. Oder aber auch, wenn Jungbienen an die Seite getrieben werden, wo sozusagen gar nicht die Brut ist. Ein gesundes Bienenvolk hat die Flugbienen seitlich und im oberen Honigabteil. Und die Jungbienen sitzen alle schön auf der Brut drauf. Jetzt nehmen wir erstmal eine leere Wabe raus. Ja, die ist nicht ganz leer, da muss ich jetzt wieder tricksen. Und wir tun mal so, wie wenn das die andere Seite wäre. Was ich heute auch auf jeden Fall nochmal machen möchte mit diesem Volk hier, ist die komplette Sanierung. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen kratzen und schaben, dass wir im Winter hier auch einen guten Zugriff haben. Ich mag das nicht, wenn im Winter Völker aufgemacht werden müssen und wir die nicht gekratzt haben. Das führt nämlich zu Schlägen im Bienenvolk, also Vibrationen und Aufrissbaustellen, wo die Bienen dann flicken müssen und wir Probleme haben. Deswegen machen wir das nicht. Ich arbeite jetzt das Bienenvolk umgekehrt in der Reihenfolge, weil normalerweise fange ich immer sozusagen hier an. Ich nehme hier eine Latte raus und schiebe dann meinen Block in die Richtung vor. Das hat mir jetzt einfach nur die Optik zunichte gemacht, weil wir hatten hier auf der Seite eben diese leere Wabe und ich wollte jetzt nicht die Wabe mit Bienen raushängen. Ich hätte mir aber auch natürlich ein Wabengestell schnell holen können. So ist jetzt nicht. Habe ich ja. War jetzt nur zu faul. So, also das hier ist das, wo ich meine, dass wir vor dem Winter hier nochmal schön durchkratzen. Upala. Ja, was für ein geniales Bienenvolk, also da ist man ja total begeistert hier. Ist übrigens ein Ligustica-Hybrid von der Genetik her. Die sind tatsächlich immer ein bisschen individuenstärker als die Hybriden oder die Carnica-Hybriden. Und jetzt schauen wir direkt auf das Brutnest und das ist das Herz vom Bienenvolk. Genau hier können wir auch die Schäden erkennen, falls welche vorhanden sind. Und ja, ich sehe hier tatsächlich schon Schäden drin. Das Bienenvolk kann es kompensieren, trotzdem mit einer kleinen Ameisensäure-Schwammtuchbehandlung können wir nochmal den Varroadruck so weit runterschieben, dass das Bienenvolk wirklich auch keine Schmerzen hat. Hier zum Beispiel haben wir jetzt eine Biene, die ist ganz auffällig verkrüppelt. Seht ihr, die Flügel sind hier gar nicht mehr vorhanden. Das passiert, wenn die Varroamilbe in die Metamorphose reingeht von der jungen Biene und dort beißt in die Puppe. Dadurch werden die Viren und Bakterien übertragen und größtenteils ist der Flügel der Formationsvirus, der dann so eine Biene auch verkrüppeln lässt. Hier nochmal genau dasselbe Spiel. Die hat sogar noch höheren Schadeffekt abbekommen, seht ihr? Auch hier, die Biene ist nicht lebensfähig. Und hier ist unsere schöne Königin. Die sieht wunderbar aus, immer noch. Ist jetzt 2 Jahre alt. Was für ein Volk. Kann man nur sagen, genial. Da, wo es nichts zu kratzen gibt, da werde ich mir auch nicht die Mühe machen. Hier haben wir noch mal ein bisschen was. Wenn es ins Volk reinfliegt, ist egal, weil wir haben unten eben den Bodenschieber drin. Und wenn es uns das stört, dann können wir einfach unten die Platte schieben und alles fliegt durch den Stein durch. Boah, Wahnsinn. Da will eine Wespe eine Biene klauen. Soll sie bitte machen. Da sind genügend Bienen drin. Die können auch die Wespen noch ernähren. Upsala, hätte ich beinahe die erwischt. Oh, oh. Und wie ich ja auch schon öfters erwähnt habe, wenn wir dann hier auf so ein Pollenbrett gucken, dann ist hinter dem Pollenbrett keine Brut mehr zu erwarten. Allerhöchstens nochmal eine Pollenwabe. Ja, guck, hier ist nochmal eine Pollenwabe. Mit viel Winterfutter noch an Bord. Krass, auch hier. Voll besetzt mit Bienen.
das Stück. Oh Mist, das ist runtergeflogen. Sonst hätte ich so einen Eimer geben wollen. Und hier ist Abschluss vom Nest. So, und dann haben wir ja gesagt, dass wir die Wabe ausnahmsweise wieder hier reinsetzen. Hier oben machen wir auch nochmal die Feinarbeiten, dass da bloß nicht die Rähmchen wieder von den Tieren zusammengebastelt werden. Super. Und Honigraum drauf. Oh oh, Biene am Rand muss weg, sonst ist die platt. Uhrballer. Auch hier oben machen wir natürlich noch mal sauber. Genau solche Stellen hier, also wenn ihr das nicht sauber macht, dann kann genau das dazu führen, dass wir im Winter mit der Oxalsäure dann Schwierigkeiten haben. Weil wenn das geträufelt wird und die Bienen haben diese Brücken zwischendrin, dann bleiben uns ja die Tropfen der Oxalsäure auf dem Bienenwachs hängen. Und damit haben wir dann auch keine Verteilung von dem Wirkstoff im Volk. Deswegen machen wir uns die Mühe. Und ganz davon abgesehen, jeder kleine Bollen zählt, weil Ende des Jahres hat man dann auch mit vielen kleinen Splitterwachsstücken dann vielleicht doch 2-3 Kilo zusammen. Also ihr seht, ich mache mir sogar die Mühe hier richtig reinzugreifen im Stockmeißel und mache auch die Seiten sauber. Hier gilt auch wieder, wenn kleine Wachsbrocken durchfallen, das stört die Biene und sie würde es auch nicht nochmal anbauen. Bedeutet, ist okay, wenn es durchfällt. Größere Klumpen allerdings nicht. Das gilt nur für diese kleinen Brocken hier. Also eigentlich würde ich jetzt, wenn ich das Volk ohne Kamera bearbeiten würde, müsste ich jetzt hier oben im Honigraum gar nicht erst reingucken. Ich mache das aber jetzt für euch, dass ihr da sehen könnt, wie ein Bienenvolk im Winter auch mit Futterwaben besetzt sein soll. Also ist immer gut, wenn die Randwabe schon komplett gefüllt ist, weil wenn die Randwaben gefüllt sind, dann müssen wir davon ausgehen, dass alle anderen Waben auch gefüllt sind. Hier ist gefüllt, hier ist gefüllt. Wow, auch richtig schwer. Hier auch komplett verdeckelt. Keine Verbrückung drin. Können wir direkt durchschieben. Zu kratzen gibt es hier eigentlich nichts. Auch hier zwei Waben komplett verdeckelt. Und hier nochmal zwei Waben komplett verdeckelt. Also das ist mehr als ausreichend hier für das Bienenvolk. Und wenn ihr so einen Homehive auch habt, dann gilt hier Folgendes. Wir wollen, dass die obere Kiste mit 11 Segeberger Rähmchen mindestens mit 10 Rähmchen komplett so aussieht wie dieses Rähmchen hier. Also damit meine ich wirklich komplett voll besetzt. Nicht mit Bienen, sondern jede Zelle schön gefüllt mit Zucker oder eben mit dem guten Honig. Und unten im Brutraum sollen auch die Randwaben schön gefüllt sein mit Honig. Dadurch kann sich das Bienenvolk bis zum Januar hier unten aufhalten. Und dann bekommen die Bienen ja Hunger. Und weil die Honigwaben hier oben sind, wird sich dann das Bienenvolk von unten langsam nach oben bewegen. Und dieser ganze Raum hier oben, der dient gar nicht unbedingt dem Winterfutter, sondern dann die Versorgung im Frühling. Und ihr wisst ja vielleicht, dass die Bienen im Winter so gut wie gar nichts essen. Das sind wenige Grams pro Tag, wenn überhaupt. Aber sobald die Bienen wieder Brut haben im Frühling, es fängt teilweise 3-4 Wochen schon vor dem Frühling an, dann gehen die Bienen ziemlich schnell auf ihre 500 Gramm täglich.
Und das meiste Winterfutter wird eben nicht im Winter verbraucht, sondern dann beim Frühlingsanfang, kurz bevor die Blüten losgehen. Und ich bin da Fan von immer einen Ticken mehr füttern, weil lieber man hat im Frühling zu viel als zu wenig. Und wenn es halt zu viel ist, kann man im Frühling die Waben wunderbar entnehmen, mit neuen Mittelwänden oder Leerrahmen ersetzen, einlagern. Und wenn Bienenvolk während der Saison Hunger hat, dann kann man die Waben gerade wieder umhängen. Also hier wird jetzt schon geräubert, wenn da Bienen drin sind, ist das nie gut. Deswegen hier Deckel gleich mal drauf. Und wir haben ja auch gesagt, wir müssen tatsächlich noch eine Behandlung mit Ameisensäure hier machen. Dann nehmen wir doch wieder so ein Schwammtuch. Das legen wir hier oben drauf. Die Spritze. Ich habe da vorhin tatsächlich ein bisschen zu viel Säure reingekippt, deswegen steht die noch hier. Ziemlich voll. Also ich gehe jetzt hier bei dem Volk wirklich nur auf meine 28 Milliliter. Das sollte vollkommen ausreichend sein. Wenn der Lappen gebogen ist, muss man wirklich aufpassen, dass nicht die Säure ins Bienenvolk reinkommt. Die könnte ja an der Seite runterfließen. Natürlich gleich sauber machen, bitte. So eine Ameisensäure ist wirklich hochgradig gefährlich. Und die Bewertung. Was haben wir denn hier? Wir haben hier im Oktober mit Ameisen. Upsala. Ameisensäure behandelt, plus, 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 pro plus war minus. Ein geniales Bienenvolk muss nicht mehr gefüttert werden, allerhöchstens noch mal eine Oxalsäurebehandlung. Und der nächste Termin, um hier die Durchsicht wieder zu starten, ist in genau 21 Tagen, in 3 Wochen. Und was machen wir wieder in 3 Wochen? Genau dasselbe wie jetzt. Es kann euch immer noch passieren, dass die Bienen mal eine Königin umweißeln, dass die mit irgendwas nicht zufrieden sind, dass da irgendwas unstimmig ist, und das Einzige, was sozusagen euer Bienenvolk schützt vor dem Absterben, seid ihr, die Menschen, die sich um das Volk kümmern. Und vielleicht zum Abschlusstext: Jeder Mensch, der Bienen hält, muss mindestens 3 Völker haben. Jeder, der nicht 3 Völker hat, hat leider die Bienenbiologie nicht verstanden und missachtet die Biologie. Und wie oft habe ich das gehabt, dass wir Bienenvölker bei Kunden nur dann retten konnten, wenn da mehr wie 2 stehen. Hier als kleines Gedankenspiel, warum das so wichtig ist: Wenn wir nur 2 Völker haben und 2 Völker werden jetzt um diese Jahreszeit schwach, was dann doch eher leider der Durchschnitt ist durch die ganze Räuberei, Nahrungsmangel und natürlich auch die Übertragung der Milben und Bakterien und Viren, dann werden die Völker schwächer. Und wenn ihr halt von 2 schwachen Völkern die vereinigt und macht davon 1 Volk, dann ist und bleibt es immer noch ein schwaches Volk, wo vielleicht nicht über den Winter kommt, weil wenn wir 2 schwache Völker haben mit angenommen mal 50% Krüppelbienen, die eben keinen Selbstmord mehr machen, weil sonst das ganze Volk weg wäre, und wir verbinden jetzt 50% Bienen, die gesund sind, haben wir wieder 100, 50%, 50% der kranken Bienen, auch wieder die 100%, dann erhöhen wir das Bienenvolumen, weil wir 2 Völker, wie gesagt, zusammenkippen. Aber dann haben wir wieder mehr Individuen drin, die gesund sind. Und dann stoßen die Tiere wieder alle ab, die krank sind. Hat dann zum Folgeeffekt, dass wir wieder nur auf die 50% Bienenmasse kommen, die vorher von 2 Völkern die gesunden Bienen dargestellt haben. Also ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt, dass man da auch folgen kann. Und jetzt mal angenommen, wir hätten noch ein 3. Volk nebendran, dann können wir hier Brut rausnehmen oder auch nochmal Bienenmasse zuführen. Und damit können wir unsere Völker stabilisieren. Deswegen bin ich persönlich auch wirklich der Meinung, wir brauchen ganz dringend einen Imkerführerschein. Mensch, liebe Leute, wir haben für jeden Mist in Deutschland Reglementierungen und Regeln. Es darf auch nicht jeder angeln gehen. Warum zum Geier darf halt jeder Mensch Bienen halten? Es gehört eigentlich in Profihände. Und ja, ich bin auch der Fan von, dass Hobbyimker das machen sollen und wollen und dürfen. Aber eben die Biologie muss dabei beachtet werden. Mindestens 3 Völker halten, die richtige Ausrüstung dazu kaufen und
Ja, leider reicht halt ein Anfängerkurs halt auch nicht aus. Da muss einfach ein bisschen mehr nachgelegt werden vom biologischen Wissen und auch vom Umgang mit der Biene. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, das Video war schön für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.